So, herzlich willkommen auf unserem Workshop und Demo über Bebop, über Zeitmanagement-Plattform. Und naja, was ist denn, wie das funktioniert? Ah, die haben wir. Ausgeschaltet. Okay, geht das schon. Okay, was ist denn Bebop? Bebop ist eine kollaborative Umgebung, das heißt, für kleine Teams, mehrere Menschen, und es ist um Webseiten gestalten und warten. Das erleichtert das Leben des Freelance-Webdesigners. Das ist so wie ein zentraler Dashboard für alle eure Joomla-Projekte. Ja, es spart Zeit und reduziert Risiko. Zunächst ein bisschen Hauptmerkmale. Es erleichtert Projekt wechseln, so Kontext wechseln von einem Projekt in den anderen, so ganz super schnell zu wechseln. Und das sind Best Practices einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob hier jemand, der bei meinem Vortrag war, über Best Practices, das wird mit Bebop sehr einfach gemacht. So, und worum geht es eigentlich? Wir haben für jede Webseite, für jedes Projekt einen Drei-Phasen-Workflow. Was ist das? Das werden wir gleich sehen. Wir haben einen kompletten Cloud-Entwicklungsumgebung und wir können Aufgaben super leicht automatisieren. Was die Aufgaben sind, das zeige ich gleich. So, was ist ein Drei-Phasen-Workflow? Normalerweise ist empfohlen, dass wir eine Entwicklungsumgebung haben. Da können wir unsere Sachen ganz ruhig machen, ganz frei, ohne Stress. Dann, wenn wir so eine erste Version haben, wir schieben sie auf Demo, Preview, Staging. Da kann der Kunde die Fortschritte sehen und bewerten und sagen, okay, ich bin mit der Webseite zufrieden. Okay, dann machen wir es live. Und dieser Vorgang, das ist für ganz normale Software seit mehreren Jahren, so wir wissen, hat eine besondere Sache bei Webseiten ist, die Webseite in Live, in Production, wird vom Kunden normalerweise verändert. Und da kann man ganz einfach wieder die Produktionsseite wieder in die Entwicklungsumgebung schieben. Interessant ist, dass beide Demo und Produktion in eurem Hosting-Server sind. Es ist sehr wichtig, dass Demo in euer Server ist, weil ihr müsst PHP-Version zum Beispiel bestätigen, weil in deinem Lokal, in deinem Entwicklungsumgebung, du hast alles super perfekt, toll optimisiert, aber wenn du ins Live-Server gehst, solche Sachen können passieren, es fehlt vielleicht eine PHP-Extension beim Hoster. Das muss man wissen, genau im gleichen Server. Und da kann man auch Performance-Tests machen, um zu sehen, ja, die Lade, der Stress, der der Produktionsserver hat, da hat er genau so gleich in dem. Was können wir noch machen, außer die ganze Webseite in den drei Stufen bewegen? Wir können Aufgaben, diese Operations, jedes Mal, dass wir eine Webseite von Develop zu Demo, können wir zum Beispiel Caching aktivieren, können wir SSL aktivieren, wir können Plugins aktivieren, solche Sachen. Zum Beispiel, wir können Analytics von Demo zu Produktion, wir wollen nur, dass Google Analytics in Produktion funktioniert. Und das ist, wenn wir zurück zum Maintenance wieder zu Develop, dass es ausgeschaltet wird. Solche Sachen, das wird super einfach gemacht. So, als kleine Übersicht, das seid ihr, euer Team, eure Webprojekte und die verschiedenen Hostings in verschiedenen Hosters. Dann die verschiedenen Add-ons, so wie Google Analytics, Webmaster Tools, Project Managers, Monitoring. Und die Kunden. Und Bebop sitzt in der Mitte von alles, was ihr schon bedienen muss und vereinfacht das alles. Bis jetzt noch Fragen? Dann ein paar mehr Features, Auto-Login, man braucht nicht sich um Passworte kümmern. Es gibt einen built-in Code-Editor. Frage. Was macht ihr mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn die aktiv ist? Das kann ich dir danach zeigen. Wir benutzen ein eigenes Authentication-Plugin. Okay. So, wir überspringen das. Okay.
Aber da, du kannst zwei Faktor in DWOP haben. Mhm. So, das kannst du sowieso haben. Und das kann unterschiedlich für, also im Development kann das anders eingestellt sein wie im Live. Ah, ja, selbstverständlich. Ja. Dann hast du eine Wiki per Projekt und es ist erweiterbar mit alles. So, wenn wir kurz zur Demo, damit der Bildschirm ist hier ein bisschen klein. Aber ich hoffe. Okay. Ich setze mich hier. So. Kann ich das so besser sehen? So. Wir können zum Beispiel hier gehen. Da kann man die Übersicht von verschiedenen Webseiten haben. Man kann so viele Webseiten haben, wie man will. Alle Hostings, die Live-Versionen sind in den Hostern, wie immer. Aber das ist ein zentraler Dashboard. Und wer zum Beispiel, ja, da habe ich hier das als Test vorbereitet. So, hier zum Beispiel sehen wir die Frontpage. Ich glaube, ich mache das. So, könnt ihr die Tabs sehen? Das ist unser Joomla. Wir sind in der Dev-Umgebung, das ist alles grün. So, hier kann man Sachen machen, was man will. Da kann man Autologin ins Admin. Das ist alles grün auch. Popcorn, so, dass man keinen Fehler macht. Excuse me, this site is hosted in Devo or? Die Entwicklungsumgebung ist immer in, okay, in Devo. Die Live und Demo ist in euer Hoster. Okay. Die Sandboxes, die wir anbieten, ist alles in Devo. Das sind also für zum Testen und Spielen und Experimente zu machen. Und zum Beispiel wir ganz einfach Demo gehen, das ist alles genau die gleiche Werkzeuge, dass wir zum Beispiel die Demo Control Panel, so Administrator, und dass man ganz gut weiß, wo man ist. Und genauso wie für Produktion. So, das ist die Live-Version. Ja? Kann ich sagen, dass ich von Develop und Demo Teilsachen auf meinem Hosting habe? Wenn ich zum Beispiel kritische Daten habe, will ich die ja nicht auf dem DevOps-Server. Ja, man kann zwei Sachen machen. Du kannst Dateien ausschließen von der Synchronisation. Das ist eine Lösung, oder auch bei den Tabellen. Oder du kannst direkt den ganzen DWOP in deinen Server haben. So die ganze Softwareplattform in deinen Server. So da verlassen die Daten und die Datenbank und alles nie eure Premises. Ja, also so privat bei mir nicht. Ja. Und was hat man in jeder Phase? Alles gleich. So, zum Beispiel Version Control, ganz einfacher, Save und Restore. Du kannst immer speichern, eine neue Version, neues Plugin, oder was auch immer, speichern und du kannst immer zurück zu einer alten Version kommen, wo du irgendwas gemacht hast oder super einfach speichern. Das wird immer gespeichert, jedes Mal, dass du von einer Phase in die nächste gehst. Da ist das Code Editor. Das ist das Code Editor mit Tabs, Syntax Highlighting, Splits, Plugins, etc. Dann Datei Manager, das ist Drag and Drop und man kann auch Image Reviews, man kann sogar Bilder editieren direkt hier. Datenbank auch. Das ist auch alles in grün, so wir sind sicher, dass wir nichts mit Produktionsdaten so messen. Wie heißt das messen? Durcheinander bringen. Dankeschön. Genau. dann haben wir eine kleine Wiki hier für Projekt. Das Markdown-Wiki. Ganz einfach. Und so weiter und so fort. So, es ist ganz einfach von zum Beispiel von der Wartung sprechen. Ich kann hier meine Webseite jetzt suchen, das ist ein Combo, was auch immer. Oder irgend per Tags oder was auch immer eine Webseite suchen und direkt, okay, ich will in Joomla Admin und ich bin schon da. Ich brauche mich nicht zu kümmern, wo, in welchem Hosting das ist mir egal. Endlich kann man das auch direkt von hier machen, von der Liste so direkt, ich will hier einloggen oder wo auch immer. Und man weiß immer, ich bin in der Webseite und so weiter. Das ist zum Beispiel in Vereinigten Staaten, das ist in Frankreich,
ich brauche mich nicht darum zu kümmern. So, Fragen bis jetzt? Eine ganz kurze Frage. Mit dem IDE kann ich da mein eigenes IDE? Wir werden im Kurzen einen lokalen Workflow anbieten, sodass ihr mit eurem normalen PHP und PHP Storm arbeiten könnt, anstatt unserer Entwicklungsumgebung. Und da könnt ihr so als eine vierte Phase benutzen. Was wollte ich noch fragen? So, zum Beispiel über die Automatisierung sagen wir, kennt ihr JCH Plugin für SEO und für Performance Automatisierung? Zum Beispiel haben wir, dass ich in der Entwicklung ich benutze den Plugin, aber in der Entwicklung, ich will, dass es nicht aktiv ist, weil in der Entwicklung, ich will, dass alles nicht komprimiert ist. So, ich kann direkt sagen, wenn ich von Develop zu Demo schieben will, ich kann Aufgaben entscheiden, zum Beispiel, ich kann Plugins aktivieren. So, ich kann System Optimize, das ist wie der Plugin heißt, und ich kann zum Beispiel Caching aktivieren. So, jedes Mal, dass ich von Develop zu Demo das mache, das wird automatisch von selber gemacht. Und ich kann das für Maintenance auch deaktivieren. Zum Beispiel erkennen wir hier so, Deactivate Plugins, und wir kennen hier den Plugin. Okay, das nicht. Ich zeige euch die Aktivierung. So, und dann, wenn ich einfach zu Demo pushen will, das wird alles in der Background, im Hintergrund gemacht. So, wenn wir kein Internet haben oder was auch immer, das speichert automatisch eine Version, die letzte Version in Develop, die letzte Version in Demo. Und dann macht alles und in ein paar Sekunden, das hängt ab vom Server hosten, von der Webseitengröße, Dateien, die Unterschiede und alles. Und hier haben wir jetzt Admin gehen. Wir sehen Plugins. Man kann hier sehen, das Caching und Plugins in JCH. Super. Ist aktiviert. Ja, kurze Frage, muss ich dann jedes Mal das irgendwie Presets? Für jedes Projekt momentan musst du es speichern, aber es gibt die Infrastruktur für Presets, ist noch nicht live, ist schon gemacht. Dass du auch für jedes Projekt, jedes Mal, dass du nur ein neues Projekt machst, deine Presets direkt nimmst. Und kurze Frage. Kann ich in der Developer-Ebene sagen, okay, Joomla zeigt mir jetzt, sage ich mal, an, ich habe da jetzt ein Update von Joomla, das spiele ich ein, teste das durch, wenn gut ist? Genau. Darum geht's, ja. Und zum Beispiel, sagen wir, jetzt bin ich in der Develop-Entwicklung, ich habe den GCH nicht aktiviert. So, ich habe hier ein paar Werkzeuge, zum Beispiel PageSpeed. Okay, wie gut ist meine Webseite? Oh, das ist scheiße. Das ist auch, weil ich habe vergessen, das ist gut. Normalerweise ist Demo und Entwicklung passwortgeschützt, sodass es privat für euch ist. Wollt ihr das Passwort wegmachen? Okay, jetzt ist das Passwort weg. Ja, wir werden vielleicht 30 Sekunden brauchen, um das wieder zu sehen. Aber wir können andere Sachen sehen, so wie zum Beispiel Responsive Layouts. Moment, Frontend-Passwort? Die ganze Webseite ist HTS, Passwort, alles. Aber das geht alles durch Autologen. Das hat mir kein Login-Passwort. Das Autologen interessiert mich noch ein bisschen tiefer. Ja, ist ganz einfach. Guck, hier kannst du sehen, das ist der Benutzername, Passwort, und wenn du hier unten guckst, kannst du das unten da sehen. Das ist Standard HTML. Ja, gut, das ist die HTAccess. Ah, du meinst der Autologen für Joomla. Genau.
Ja, das können wir danach besprechen. Das würde mich schon mehr interessieren. Ja. Was da ausgehebelt wird. Ja, ja, sicher. Das ist über Short-Lived Tokens. So, das kann ich ja, das können wir schon danach gucken. Ja, sehr spannend. Wo war jetzt? Okay. So sagen wir jetzt, PageSpeed erlaubt mich das zu gehen. Okay. Ich sehe das 76. Okay. Ich muss noch mal fragen. Ja. Bei den Plugins, wenn ich die, ich kann die derzeit deaktivieren und aktivieren. Kann ich auch die Einstellung beeinflussen? Ja, du kannst zum Beispiel, das machen einige Benutzer, das machen zum Beispiel mit Stripe. Die haben die API-Key von Stripe im Test. Ja. Und das kann man zum Beispiel über ein Custom SQL Query oder Parameter. Ach so, okay. Du kannst verschiedene Aufgaben da machen. Okay. Aber ihr greift jetzt nicht so weit auf das Plugin, lest aus, was es für Optionen gibt. Okay. Das kann man custom machen mit ein paar Queries. Ja, ja, natürlich. So. Keine Frage. Macht ja der Button im Endeffekt nichts anderes. Ja. Mir ging es halt nur, ob es per Button geht oder ob ich. Nee, da sonst so weit sind, nee, das wäre ich. Das wäre natürlich noch richtig, richtig cool. Weil ich glaube, für einige Plugins vor allen Dingen ist das ziemlich interessant. Nee, Moment. Das kannst du ja sowieso machen. Du musst nur in die Datenbank reingehen und dann den Params holen und dann wieder rein. Du musst ja einmal rein und raus. Ja, vielleicht, wenn es ein bestimmte Plugins ganz viele Leute benutzt und dass du ein Preset hast. Number auf Regular lässt. Mhm. Ja, er hat dementsprechend alles brav geändert und irgendwann stimmt deine SQL-Query nichts mehr und das Ding, nichts geht mehr. Wenn du jetzt über die API gehen würdest und das auslesen würdest, wäre einfacher. Also Daumen. Eigentlich die Addon-Struktur ist sehr offen, so das kann man auch, jeder kann auch eine machen. So, was wollte ich zeigen? Okay, wenn wir jetzt in Demo sind, und nochmal die Geschwindigkeit testen. Das ist schon ein bisschen zu viel besser. Zum Beispiel. Okay. So. Noch Fragen bis jetzt? Was sind die Prerequisites? Prerequisiten? Momentan verbinden wir uns zu entweder, ja, ich zeige das hier, wie einfach eine Webseite hier in die Plattform zu bringen. Man kann automated über ein Hosting Control Panel, das heißt zurzeit nur cPanel, wir werden Flask in 5-6 Wochen haben. Und zum Beispiel, wenn wir automated Setup nehmen, das heißt, ich kann so viele Panels wie ich will und dann werden hier die Domains gelistet. Und ich brauche nur einfach ein Domain-Name und das System überprüft, ob das ein Joomla, ein WordPress oder was auch immer ist und direkt einfach importieren. Moment, das funktioniert also Joomla und WordPress, ja? Joomla und WordPress, ja, und wird auch PrestaShop im kurzen Tag. Und dann einfach hier das importieren. Und dann wird der ganze Vorgang total automatisch. Wenn ihr kein Automated Setup dann habt über cPanel oder Flask, dann könnt ihr ein manuelles Setup und da die im Moment SSH, aber es wird auch im Januar FTP-Verbindung geben. So, da könnt ihr eigentlich irgendwelche Hoster, normalerweise sehr guten Hoster, haben. Also ich brauche, der Hoster braucht im Moment nur SSH und MySQL als SSH. Genau. Also ich brauche eigentlich nicht cPanel dazu. Nee. Moment, das würde dann aber heißen, dass wenn Aaron das auf seinem Poster macht, dann muss er dann die MySQL-Data ja, da musst du, wenn wir hier, ich müsste hier vielleicht Daten eingeben, damit das funktioniert. Die Entwicklungsumgebung wird von uns erstellt, aber da wir automatisch die Staging, die Demo nicht erstellen können, das musst du selber machen. Oder wir bitten dich eine Staging-Umgebung in unseren Server, aber das ist nicht empfohlen, weil das ist du nicht,
die richtige Performance von deinem Server. Mhm. Dann müsstest du per Hand noch ein Subdomain machen, noch eine zweite Datenbank für den Mut machen. Okay. Und ich muss dann meinen MySQL-Server freigeben? Nee. Wieso? Du hast doch hier die Connection Guide, also. Das ist Localhost. Das ist für die Webseite. Das ist, okay, das ist nicht. Und eigentlich das ist noch nicht live, aber die neue Version, die brauchen wir nicht nur SSH, weil das wissen wir von Configuration Pitching. Weil wenn der SSH drauf ist, ist es wieder Stichwort. Also auch eine freie Bar, ne? Ganz anders. Weitere Fragen? Preis? Oh. wo ist der Haken? Ja. Coupon kommt. Oh, wir steigern uns. Okay. Wenn wir ein neues Projekt machen wollen, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können eine Webseite neu von hier machen. Wir haben einen Joomla Installer, der sehr viel Arbeit spart. Wir können hier irgendwelche Tag für Kunden oder was auch immer reintun. Da können wir genau gleich, wo will ich die Webseite hosten? Entweder in meinem Hosting, das ich schon in, was weiß ich, SiteGround oder einen Zipfern-Hoster habe, oder in Sandbox machen. Dann stellt man ein Subdomain, das ist mein Name, aber ihr werdet es unter eurem Namen haben. Und dann die Software. Und zum Beispiel für Joomla, man kann die Latest haben, die Staging, oder die, wenn es Pre-Release kommt, das kommt auch da, damit ihr es testen könnt. Und da könnt ihr euch auch eure eigenen Extensions installieren. Sagen wir, ihr installiert immer 3 oder 4 Extensions von NoNumber oder Activa Backup oder... Die kann ich da alle auflisten. Ja. Und nur ganz kurz, wenn ich einen ID mache, so Activa Professional. Ja. Ah, das ist interessant. Das wird nicht automatisch eingestellt, aber du kannst das anders machen. Das erkläre ich gleich. Okay. Wir kommen zurück. So, sagen wir, du hast deine eigene Extensions hier und du kannst auch dein Joomla ein bisschen fürs echte Welt anpassen. So, dass solche Sachen werden automatisch gemacht. Weil du musst es sowieso machen. So, und kannst auch einige andere Operations oder Aufgaben machen, so zum Beispiel Admin Editor. Ich benutze nie, ich benutze zum Beispiel Code Mirror, das kann man auch. Solche Aufgaben macht. Dann im Hosting, weil wir stellen die Seite in Entwicklung. Okay, da wird unsere Joomla sein. Das habe ich nicht erklärt. Vom Joomla könnt ihr auch dein eigenes Package. Ihr könnt entweder von einer Kiva, und da kommen wir auf deine Frage, wenn du schon eine Webseite mit Akiva und mit einem ID hast und du machst ein Backup und du das hier bringst, dann kannst du direkt automatisieren. Ja, da ist es. Könntest du rein theoretisch auch über die SQL-Query wieder das Zeug reinkriegen? Ja, das kann man auch. Okay, wo ist der Haken? Da ist ja noch ein Haken an dem ganzen Seiten. Das ist ja schon fast zu gut, um wahr zu sein. Ja. Okay, da kannst du auch direkt Quick Launchers von UCN Rocket Team direkt benutzen. Und da kann man auto-installieren oder nicht auto-installieren. Und dann nicht auto-installieren heißt, du bekommst eine Liste mit halt die Parameter, die du eintun musst. So, was wollte ich noch sagen? Okay, Hosting. Du kannst eine Coming-Soon-Page für Produktion erstellen. Wenn du ein neues Projekt hast, du hast die Domain in Entwicklung, du hast deine Joomla, was hast du in Produktion? Normalerweise der Hoster, ein cPanel, sagt cji/bin. Schön. Dann kannst du eine Blank Page haben. Wir bitten 2 Simple Coming Soon Page mit dem Namen des Projektes und nicht indexierbar bei Google. Und das hat alles schon eingestellt. Ja, ja. Das funktioniert schon seit langem. Oder du kannst deine eigene Coming Soon Page. Einfach eine ZIP-Datei und da kannst du, das wird automatisch gemacht. Ja, die beiden da. Ja, genau, der kommt ganz zum Schluss. 250 im Monat. Ja. Hm? 250 im Monat. Weißt du? Wahrscheinlich, ungefähr. Ja. Das wird am Ende sein. Erstmal sagen, weißt du? Ja, ich hab versucht.
Okay, was können wir noch machen? Automatisieren über Zpanel. Wenn ihr Zpanel oder Plesk benutzt, das können wir über API greifen. Da können wir E-Mail-Kontos direkt erstellen. Für das Kunde, für das Webmaster, für Standard, gute Passwörter und so weiter und so fort. Hier, Responsiveness ist ein bisschen kurz, aber die werden automatisch erstellt. Und zuletzt, man kann auch Add-ons beherrschen. So, was kann man machen? Für ein neues Projekt kann man ein neues Google Analytics Property erstellen. Ja. Für Webmaster Tools oder Search Console, das wird zu eurem Konto gehen und sagen, hey Google, ich habe diese neue Webseite, wird die Datei hochladen und wird Google sagen, okay, die Domain, die DNS funktioniert schon, bitte validiere diese Domain für mich. Beide für www und ohne www. Und das geht automatisch, das im Hintergrund. Dann kann man andere Add-ons, wir werden mehr Add-ons hinzufügen, zum Beispiel Status Cakes sowie Uptime Robot oder Ping, solche Website Testing. Einfach API angeben und da hast du schon hier zum Beispiel, das ist schon konfiguriert, ich brauche einfach nur das und das wird automatisch einen Test für mich machen. Ich brauche nicht mehr zu machen. Und das finde ich ganz cool, wenn du eine Website hast und du hast eine Vorlage benutzen willst mit deinem Legal Texte, Impressum, Cookies und das alles. Du kannst direkt Textketten search und replace. So, Kundenname zum Beispiel kannst du direkt für einen neuen Kunde so anpassen oder solche Sachen. Das spart ganz viel Zeit. Zumindest von diesen kleinen Aufgaben, die eigentlich nichts bringen. Auf die Entwicklungsarbeit konzentrieren kann. Fragen? Preis! Sind es auch in die CDN-Setup und so? Ja, das haben wir mehrere Kunden gehabt. Es ist im Roadmap und das brauchen wir nicht so viel Zeit, einen Cloudflare-Add-on zu machen, sodass die DNS bei Cloudflare eingegeben wird. Weil das ist zurzeit das Problem, das muss man zweimal machen. Wenn du zum Beispiel Zeitkram hast, jedes Konto bekommt Cloudflare und das ist relativ einfach anzufangen. Und wenn ein Update kommt, kann ich das für alle meine Seiten gleichzeitig machen? Noch nicht. Okay, da ist der Haken für euch. Das. Ja. Macht ja für dieses Produkt eigentlich nicht wirklich Sinn, weil da ist ein anderer Workflow dahinter, das globale Watch-Bullying-Management. Ja, schon richtig. Vorteil wäre aber, wenn du halt weißt, du hast, ich sag mal, Joomla Core Updates, die, nehmen wir das letzte Security Update, wo du weißt, dass nichts schief geht. Ja, ich weiß. Und du haust das Ding raus. Das wäre ja natürlich noch der purer Traum. Zusätzlich als Feature, wo du sagen kannst, okay, es ist ein Joomla Security Update, Haken oder ne? Alle markieren, Feuer frei. Das wäre natürlich vor allen Dingen so Leute, die 200 Seiten betreuen, ziemlich interessant. Weil ich kenne auch andere, die weit über 200, 300 Seiten im Portfolio haben. Mit so einer Plattform, klar, die haben sich da irgendwelche Skripte, geht alles. So ist es vielleicht ein bisschen schicker und vielleicht einfacher als Übersicht. Ja. Und ich kriege Rückmeldung. Ja. Bessere Rückmeldung. Sage ich jetzt mal. Das wäre also, wenn ich eh schon updaten kann. Ja. Das wäre noch ein geiles. Ja, es ist ein Roadmap. Die Sache ist, wie genau. Ob wir lassen, dass du zum Beispiel einen Watchfully-Account hast, dass du das verbindest oder dass wir direkt anbieten. Das ist ein bisschen die Idee. Mach das einfach. Mach das selber. Alles in einem Platz. Weil. Ich mag diese Dienste nicht, sage ich ganz ehrlich. Das sind pure Backdoors. Wir haben Zugriff auf alles. Das ist in der Schweiz, glaube ich, ein Riesenproblem. In Deutschland genauso. Dann ist der Riesennachteil, dass Watchfully zum Beispiel
sehr, also Watchfully war es jedenfalls, die sehr viel Fehlinformationen rausgehauen haben. Und weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Wenn ihr selber schon die Updates machen könnt, also das als Funktion nur noch erweitern, dass ich sage, ich habe die und die Versionsstände von denen und den Webseiten, was ja ein Klacks ist, weil es ist ja eh schon da und ich nur noch auswähle, okay, das Update nicht nur, dass ich das für jede Seite einzeln machen muss, sondern für alle. Denke ich, kann doch gar nicht so schwer sein. Na, heutzutage ist doch alles ganz einfach. Ja, aber heutzutage ist viel einfacher als vor 5 Jahren. Ja, ja. Das stimmt. Das wäre, glaube ich, sinnvoller, als wie irgendwie Watchfully oder so da mit reinzunehmen. Denke ich, weil die haben ja ein eigenes Zeug hinten dran. Und wenn das schief läuft, weiß ich. Okay, aber auch man, ich muss meine Webseite keine Devop-Extension installieren, gar nichts, oder? Das ja, doch, es gibt ein Plugin, unser Plugin für die Authentifizierung und fürs Coloring von den. Und die Farben für euren Kunden, wenn sie über ein normales Login, das sind das nicht. Das ist nur, wenn du über Devop einloggst. Jetzt, dass ich über den Kunden rede, das Software hat ein toller ACL, so man kann Benutzer hinzufügen, man kann sagen, okay, das ist ein normaler Benutzer, welche Webseiten darf er sehen und welche Permissions er haben will. Und das ist sehr interessant, zumindest für uns, für die Endkunden, für der Owner von der Webseite. Du kannst indirekt eine ganz vereinfachte Version für alles Web unter einem Passwort. So, da hat er direkten Login in Joomla, zum Beispiel nur im Auto-Login im Frontend, das haben wir auch. Und da kann er seine Artikel und alles zum Beispiel in Demo editieren. Da hat er die Dokumentation für die Webseite. Da kann man auch noch, kann er selber E-Mail-Kontos handeln, kann seine Google Analytics einsehen. So ist so wie ein zentraler auch für den Kunden. Und dann so Custom Dashboard Login, so mit eurem Logo für so White Label Dashboard für eure Website-Owners, für den Besitzer von Webseiten. Und das geht alles über den ACL, das ist ganz einfach. Und für mehrere Benutzer kann jeder und das alles geht über Autologen und so. Und jetzt zum Preis, oder? Auch raus. Ah, da ist es. So, das hängt ab der Menge von Webseiten, kann man das unten sehen. Was man bekommt, ist einen privaten VPS pro Kunde, pro Unternehmen oder wie jetzt pro Team. Und da könnt ihr auch selber anbieten. So, wenn ihr den Server selber anbieten wollt, da könnt ihr das, das spart euch ein paar Euro im Monat. Und ich kann stundenlang darüber sprechen, so was ja. Fragen. Klappt ja. Nee, wir machen nachher schwierig. Es gibt eine tolle Sache für Leute, die E-Commerce zum Beispiel mit Intershop benutzen oder andere, nicht alle, nur die es außerhalb vom Core gemacht haben, ist, dass man kann Tabellen ausschließen, zum Beispiel ein Shop. Dass man kann es nicht stoppen und wir wollen nicht wie heißt es, Rechnungen, neue Kunden, neue Bestellungen, das wollen wir nicht überschreiben. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nur ein Joomla-Update und wir wollen nur ein Template-Change, ein Menu-Item oder eine neue Seite oder was auch immer. Und das kann man einfach ruhig schieben. Das gehört zur Advanced Workflows, so da hat man sehr hohe Flexibilität, was man machen will. Wenn man das nicht macht, machen kann, ist, das ist dann zum Beispiel, sagen wir normalerweise eine Webseite, die der Kunde macht einen Artikel jede Woche oder so und wir sagen, okay, ich werde Maintenance Mode, bitte nichts an Produktion ändern, sonst werde ich überschreiben. Der Kunde sagt, ja, ja, aber er wird. Da kann man das einfach hier sperren und sagen, okay,
nobody touches production. So die öffentliche Seite ist immer noch live und für jeder, aber niemand kann, sogar du nicht, ich nehme das weg, damit du, wenn du zurück von dem nichts überschreibst, keine Änderungen verloren gehen. Und das wird automatisch entsperrt. Geil. Haben wollen. Aber wenn jetzt auf der Live-Seite ein anderes System drauf liegt, sagen wir jetzt zum Beispiel Typo 3, wie richte ich das dann ein? Momentan können wir das noch nicht unterstützen. Okay, das heißt, dann ist es eigentlich nicht zum Verwenden, oder? Momentan. Die Sache ist, alle diese Ausschließungen und der ganze Workflow wird auf der Standardfolder Ordner von Joomla, WordPress, Shop gerichtet. Wir können eigentlich jede PHP-Software unterstützen, aber noch nicht. Das müssen wir separat. Alle diese kleinen Aufgaben müssen getrennt für jede Sorte gemacht. So, Typo 3 noch nicht. Wir sind nicht um das CMS Typo 3 an sich gegangen, sondern ich richte da jetzt eine neue Seite ein, mache eben meine Entwicklung, schicke es auf Demo und auf der Production-Seite hat der Kunde aber schon eine Seite. Zum Beispiel, wenn es jetzt mein Relaunch-Projekt Was passieren wird? Was passiert mit der alten Seite? Was passiert mit dem, was ich draufschiebe? Du kannst jetzt verschiedene Sachen machen. Wenn du nichts machst und du hast die Typo 3 Seite und dann schiebst du die Joomla, die Index.php wird überschrieben, dann ist die Joomla da. Du hast eine Mischung von Machen, das ist eine Möglichkeit. Und da beim Speichern, beim alles, ist nur Joomla runtergeladen. Die Typo 3 Folders, Ordners, die werden ignoriert. Eine zweite Möglichkeit ist ein Script beim Deploy, das den Ordner löscht beim Deploy. Das erste Mal. Moment. Ja. Da gibt es. Moment. Da hast du den Development Server, ja? Ja. Und dann hast du den Demo Server. Da musst du den Demo Server ja gar nicht draufschicken. Nur damit du dem Kunden zeigen willst? Nee, er meint die alte Webseite? Ja, nein, das verstehe ich schon. Aber hat eine alte Webseite, wir haben eine neue haben etc. Ich richte das jetzt da ein. Habe jetzt in der Entwicklung. Und der Kunde hat gesagt, ja, ist ganz gut, und dann willst du das reinschreiben. Nein, weil der Demo liegt auch auf dem Hosting, das heißt ja. Beim Kunden dann ja. Zum Beispiel. Ja. Aber eine Subdomain? Ja, ja. Eine Subdomain. Es ist eine Subdomain, ja. Ah, okay. Demo ist immer eine Subdomain, ja. Das ich muss es doch kaufen. Ja, ja. Ja. Und die Demo ist mit von Google Indexierung geschützt? Ja, ist auch mit Passwort geschützt. Und falls du für einen Kunde ohne Passwort oder für diesen Test von SERPs ausgeschlossen. Okay. Ja. Ja. Selbstverständlich. Ja. Wann gehen Massenupdates? ihr habt ein by default sozusagen einen Monat frei, die Plattform zu testen. Und wenn jemand interessiert ist, dann kontaktieren. Wir können sehen, was ja, Angebot fürs Tun oder dem machen können. Oder, aber das hängt. Selvinia. Authentifizierungsplatten. Okay, was wir machen ist Short-Lived Token. Was das bedeutet? Das greift auf unser System, auf unsere Plattform zurück. Wenn die zwei Hashes übereinstimmen, das ist ein Fenster 10 Sekunden, dann geben wir den Benutzername zurück zum Joomla und der Joomla macht Autologin. Wir brauchen das Passwort nicht. Der Plugin funktioniert nur von unseren Servern, auch von unseren Domain. So.
das was nicht. Das würde, falls der Amon das auf seinen eigenen Server drauf tut, dann müsste man das irgendwie überschreiben, ja? Ja, das geht über DNS. Ja, wird zum Beispiel alon.debug.io und ja, die DNS auf deinen Server, dann kommt auch uns aus unserem Domain. Ja, aber das ist ein Problem. Ich weiß. Weil das ist genau das, was nämlich MyJuna und Watchfully nämlich ein ganz großes Problem damit haben. Wie machen sie das? Der Plugin drin. Ja. Und die hauen sich da per Authentifizierung von sich aus von deren Server drauf. Das heißt, werden die jemals gehackt? Ja. Gute Nacht. Dann sind da nämlich mal zigtausend Webseiten platt. Weil dieses Plugin macht wirklich auf. Datei, Datenbank, alles. Okay. Und wenn ich ein Login habe, ich sag mal, wir reden in anderen Vorträgen, machen einen vernünftigen Benutzername, ein sicheres Passwort und schalte die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Wenn ich dann hinten dran so ein Login habe, das im Endeffekt komplett aushebelt und kaputt macht, sage ich jetzt mal, dann habe ich ein Problem. Was in meinen Augen Watchfully macht. Weil da habe ich in Anführungszeichen einen dritten User, der nicht existiert, der von außen kommt und hat alle Rechte. Ja. Und ich weiß nicht, was die damit machen. Das ist das Riesenproblem. Ja. Die können alles, jederzeit, ohne dass ich es mitkriege. Das ist ein Riesenproblem. Eine kurze Frage, kann ich den Plugin, der Outlogging-Plugin ausschalten und dann einfach manuell? Ja. Nur ausmachen, ausblenden und das in der nur per Hand so wie immer. Jetzt, dass du es sagst, wir können auch den Parameter für Admin Tools hinfügen und der URL, sodass es alles auch automatisch geht mit dem Autologen. Wenn du eine Seite importierst, automatisch genau. So, darum braucht man uns wirklich zu kümmern. Sehr cool. Kann ich gewisse Stände, so wie es eine Snapshot-Funktionalität? Ja, ja. So mit diesem Speichern und wiederherstellen. Ja, ja. Hier für alle drei Fächer Interface. Ja, das schreibst du Alon. Und das holt sich alles runter vom Server und macht einen Backup-Snapshot. Du kannst einen vernünftigeren. Das geht alles in Background, so, weil ich keine Internetverbindung habe oder was auch immer. Okay, da hast du es. Ja, es geht, darunter gibt es Git. Ja. Da ist es, Alon. Und ich will vorherige Version, das ist Alon, die jetzige Version, ich will vorherige Version. Du schmeißt da Datenbank aus. Alles. Das grübelt. Ja, nein, wenn du das im Git drin hast, kannst du schöne Diffs machen, was in der Datenbank fällt. Finde ich geil. Hat es einen Größenfaktor? Größenfaktor. Der Seite? Eigentlich Sachen macht es keinen Sinn, zum Beispiel riesige Logs, Tabellen, das kann man sich ausschließen. Ich sage ja, okay, wir haben kein Typo 3, können wir ausschließen. Ja. Ich habe ganz große Cache-Tabellen, die da 10 GB groß sind. Ja, aber auch von IC Mailing hat. Das brauchst du nicht runterzubringen. Ja, klar, das ist Quatsch. Ja, das kannst du einfach ausschließen, das wird von allen Prozess, Workflow ausgeschlossen. Und auch Media-Files, wenn du einen Folder mit 4 GB in Videos, das brauchen wir nicht, um irgendwann zu speichern. Ja. Nein, Backup gespeichert. Wie lange du das Konto da hast. Okay. Und die Seite nicht löscht. Moment, das wird dann gegen der Diff macht meine Resource größer, ja? Ja. Das heißt, irgendwann mal 100 oder so. Ja, wenn die damit Festplatte die, ja, voll ist, dann muss man auch weiter. Auf deinem eigenen Server, ich sag mal, ja. Ein V-Server, ja. Mit, weiß ich, 1 TB, ja. Und knackst das Ding an, ruf. Ja, nur SSD. Ja, sowieso.
Muss ich sagen. Die Sache, die ihr in Sekunden gesehen habt, ja, ja. Ohne SSD ist nicht möglich. Gibt ja gar nichts nach. Keine Scheiße. Warum der Laden gar nicht so ein Ding? Ja, ich wollte gerade sagen, ich zitiere mal einen Köder. Geil. Herunterladen kann ich das Backup. Dateien hier, hier, okay, andere Version. Du kannst hier auch kommen und ein ZIP machen und das kannst du auch alles zippen und runterladen und, aber. Du meinst ein Backup, der ich diese Version meinst? Ja, genau, das wäre. Nein, das ist hier nur der Diff. Das ist ja nur der Diff. Save Disk oder die Version Control, das ist nur der Diff. Das ist wie ein Gitch, und da kannst du bekommst du den ganzen. Moment. Incremental. Viele Tutorials, die zum Beispiel irgendwelche Sachen macht, da kann man sich. Wir haben eine riesige Dokumentation, wie man bestimmte Vorgänge macht. Es gibt Tassen von Tutorials und so, damit ihr. Also, wenn ich das auf eurem Server laufen haben will und quasi nur die Production-Seite, 20 Euro dazu im Monat. Ja, 25. 25 plus 20, oder? Nee, 25. Das habe ich bei deinen Plans nämlich nicht verstanden. Nur weil das ist alles inklusiv. Ja. Das, 25 hast du alles, was du brauchst für 14 Produktionszeiten. Okay, aber ich scroll mal bitte hinunter. Ja, das, ja? Wenn man komplexe Workflows haben will, okay. Tabellenausschließung und solche Sachen. Okay, aber bei dir SSH Access dasteht, der muss ja auch oben. Hast du auch SSH Access zu meinem Server, oder? Ich habe zu deinem Server, ja. Aber zu unserem Server okay. Hast du nicht. Okay. Meine Entwicklungsstufe ist, dass ich alles auf meinem Server haben kann, oder? Habe ich verstanden? Du kannst dein eigenes Entwicklungsserver haben jetzt. Das geht schon direkt. Du gehst hier, I prefer to use my development server, und dann hast du die anderen Pass. Also sparst du ein paar Euro. Das ist der Code. Genau, die Papiere. Jetzt sehe ich erst, dass ich da die Preise ändere, weil vorher habe ich geklickt und ich bin nach oben gesprungen und habe gedacht, es hat sich ja gar nichts geändert. Einfach ja, doch, doch. Ja, das sind ein paar Euro pro Plan geändert. Nicht über die Zeit. Ich bin über die Zeit. Ja, wir müssen den Raum nämlich für die Zertifizierung dann her. Entschuldigung. Nein, ist okay. Ja, danke. Vielen Dank.